Und heiter geht's weiter. Seid herzlichst gegrüßt, liebe Brüder und Schwestern. Zu dem Beginn des Abschnitts Südpazifik mit dem Küstendorf. Ja, und es ist so, es gibt hier hauptsächlich erstmal zwei Erfolge. Eigentlich drei, ja eigentlich fünf. Also die Kristalle sammeln, die Secret, die Geheimnisse sammeln. Und dann gibt es noch einen Erfolg, der heißt, wie auf Deutsch heißt es, also irgendwie ein naives Kind oder so ähnlich, dass man in Fallen reingeht. Da sind hier zwei Fallen, aber die dritte Falle kommt erst später im Tindos-Level. Aber man muss hier jetzt schon zwei machen. Aber hauptsächlich gibt es erstmal zwei weitere Erfolge. Nämlich im Vorfeld, den haben wir im letzten Video gemacht, nämlich dass du durch die Hütte zum Dorf, zum Kannibalen, das heißt tatsächlich Kannibalendorf, das sind tatsächlich Kannibalen, liegt dann Gerippe? Nee, Kannibalendorf. Dass du durch die, es gibt hier zwei Wege. Einmal durch die Hütte zum Kannibalendorf und dann durch unten durch das Ding zum Kannibalen. Und das im Vorfeld ist durch die Hütte, das haben wir schon. Und jetzt machen wir einfach mal nur, weil was man hat, hat man. Den Erfolg, den anderen, nämlich nicht durch die Hütte, sondern durchs andere. Der, wie er auf Deutsch heißt, weiß ich jetzt noch nicht. Das werden wir dann sehen. Und da musst du Folgendes. Also wir sind da reingeplumpst und hier irgendwo sind wir reingeplumpst, dann bin ich einfach da entlang gegangen. Und du darfst jetzt hier den Schlüssel nicht nehmen. Das ist so ein bisschen, was heißt das Problem? Wenn du jetzt den Schlüssel für die Hütte nimmst, dann ist der Erfolg schon kaputt. Und den wollen wir aber nachher trotzdem nehmen für alle Sammelgegenstände oder so, verstehst du? Deswegen mache ich das jetzt extra und was man hat, hat man. Und das müssen wir so in guten 5 Minuten schaffen, theoretisch, oder 10 Minuten, sagen wir mal. Aber den Schlüssel nicht nehmen. Wie gesagt, ich habe hier noch keinen Schlüssel, ich habe nur die Artefakte und die Kristalle. Schlüssel nicht nehmen. Da, ich habe hier ein Video rechts laufen, das heißt, da habe ich jetzt auf Pause gedrückt, damit ich weiß, wie es geht. Ich habe es schon angeschaut, aber so. Und zwar, wie gesagt, ohne Schlüssel gehst du da rein. Und links oben wäre jetzt die Hütte, da gehen wir nicht rein. Sondern wir gehen jetzt hier rein. Und jetzt komm her. Jetzt gehen wir einfach mal da durch. Kommt da schon einer? Nee. Einfach mal da durchgehen, oder? Wie gesagt, wir sammeln hier jetzt gar nichts, nur die drei Schlangensteine, damit wir ins Dorf kommen. Sonst machen wir hier erstmal nichts. Und da kommt jetzt gleich einer, oder? Das habe ich schon gesehen. Da kommt einer, oder? Hm. Komm her. Na komm. Das war ihr Vorsicht, und jetzt kommt ein Sumpf, oder? Was war denn das, was da kam? War das ein Blasrohrkollege oder so? Und jetzt müssen wir speichern und auf den, das ist Sumpf, müssen wir auf den Dings da kommen. Verspeichern. Das ist der Anfang, wir spielen es dann nochmal komplett nach meiner Lösung. Aber wir machen jetzt nur den Erfolg und dann hören wir auf und dann spielen wir es nochmal komplett nach meiner Lösung. Speichern. Das war schon mal falsch. Komm jetzt da gar nicht mehr raus. Doch, komm ich raus. Aha, also hier ist die Kante. Kante, Kante. Das Medipack da rechts oben, das lassen wir jetzt mal. Also darauf und dann einfach weiter mit Gebrüll, oder? Ah, da ist eine Falle. Bin ich jetzt aber, jetzt bin ich schon wieder vergiftet hier, oder wie, ich mag nicht mehr. Ja, ist ja egal, wir spielen es ja sowieso nochmal. Jetzt muss ich ein Medipack nehmen, es sind Giftpfeile hier. Nimm das Ding. Und jetzt weiß ich nicht weiter. Jetzt müssen wir da rein. Ja, warte, so weit weiß ich es noch, oder? Wir brauchen drei Schlangensteine und müssen die einsetzen und dann darauf, oder? Und dann weiß ich es nicht mehr. Dann weiß ich es nicht mehr. So, pflanzen wir uns dahin. Achso, können wir es mal lassen. So, jetzt gucke ich hier auf dem Video, was er dann gemacht hat.
So, also der geht auch darunter. Du kannst dabei Kaffee trinken. So, dann geht er da durch, durch den Tümpel. Genau, da waren wir jetzt. Da waren wir schon. Dann kommt ein Schnuffi. Schnuffi. Dann nimmt der vorher die Desert Eagle. Genau. Blasrohr, Kollege. Und dann geht's durch den Sumpf. Da waren wir, das haben wir schon. Der springt da aus dem Lauf heraus. Ja, der kann das. Dann springt er rüber. Der hat jetzt beim Blasrohr ein bisschen gewartet bei der Pfeilfalle. Entschuldigung. Jetzt geht er da rauf. So, dann geht er da rauf. Und jetzt geht er dahin, wo ich gerade bin. So, jetzt weiß ich aber nicht, wie er da weitergeht. Jetzt warte. Wie geht er da weiter? Gar nicht. Ach, hinten. Da muss man erstmal drauf kommen. Und jetzt falle ich wieder runter. Darüber, oder? Da oben ist die Brücke, wo wir vorhin reingewatschelt sind. Speichern und dann darüber, oder? Speichern. Und dann darüber, oder? So, jetzt was macht er dann? Jetzt warte, jetzt muss ich den da weiterlaufen lassen, den Kollegen hier. Er springt darüber, genau, wo ich jetzt stehe. Na komm. Wir haben, also was heißt Hamsgleich, ist jetzt vielleicht leicht übertrieben. Ah, jetzt wird's Happelin. Ah, der springt zum Baumstamm. Jetzt warte. Baumstamm, da und da ist, wir brauchen drei solche roten Schlangensteine. Lieber vorsichtig, das ist keiner, das ist Feuer. Jetzt rüber watscheln. Und festgehalten. Was ist da rechts oben? Da ist eine Nische. Entschuldige, was ist das rechts oben für eine Nische? Da ist Munition. Ja, das machen wir alles nachher. Wir wilzen jetzt nur. Das ist jetzt der Schlangenstein oder so. Der erste. Speichern. Drei Stück brauchen wir. Speichern. So. Also, jetzt haben wir den ersten Schlangenstein. Huge, Freunde. And now. Oh, jetzt springt der. Oh, jetzt springt der da über das Feuer rüber. Warte. Mit Anlauf über das Feuer. Oh, pass auf, wacht. Mit Anlauf über die Flamme davon. Haben wir gespeichert? Spielspeicher. Batsch. Sitzt, wackelt und hat Luft. So, und jetzt, Sattler, möchte man meinen, man könnte einfach rüberspringen. Nee, geht nicht. Der springt jetzt. Alter. Das sieht hier ein bisschen kompliziert aus. Jetzt warte. Der ist jetzt da links runtergespringt. Jetzt pass auf, wacht. Wo ist der? Der ist. Hä? Warte, nochmal. Dass er da in dem Wasserfall landet. Aha, und dann landet man auf dem Ding da. Warte, haben wir gespeichert? Wir müssen auf dem Vorsprung da landen, speichern. Jetzt war so, wacht. Ist er einfach so reingespringt? Also, wir, genau. Landet auf dem Vorsprung. Und jetzt müssen wir aber, jetzt pass auf, wacht, nee, jetzt müssen wir, jetzt springt der da rein irgendwie. Der springt jetzt da in den Wasserfall rein. Wie macht der das? Der springt da in den Wasserfall rein. Lara bewegt sich nicht mehr. Da drin ist der Schlangenstein, ich kotze gleich. Da drin ist der Schrank, da kommt man aber anders nicht rein, oder? Der springt jetzt da irgendwie rein. Habe ich gespeichert? Speichern wir mal. Der springt da rein irgendwie. Speichern. Bisschen mehr so. Geht nicht, gibt's nicht. Und hochziehen oder so. Wie springt denn der da rein? Ach, warte, das ist mehr links, oder? Nee, bin ich blöd? Oh, nee. Ach, links.
Ach so. Ja, gut. In der alten Grafik würden wir das vielleicht besser sehen. Jetzt haben wir den zweiten Schlangenstein und jetzt müssen wir wieder raus aus dem Haus. Jetzt warte. Einfach mal speichern. Wir sind schon fast fertig. Spiel speichern. Jetzt pass auf. Jetzt Sattler. Springt der. Oder die. Ich weiß es nicht. Was macht der da? Wieder auf den Vorsprung, oder? Der springt wieder auf den Vorsprung. Und dann zur Leiter, oder wie? Aha. Auf den Vorsprung und dann an die Leiter. Aha. Jetzt müssen wir wieder auf den Vorsprung. Was ein bisschen schwierig ist, weil da sieht man echt nichts hier. So sieht man es fast besser. Also wurscht. Speichern. Mache ich mal einen kurzen Sprung. Jetzt warte, speichern. Mache ich mal einen kurzen Sprung. Das war zu kurz. Zu lang. Laden. Nicht, dass ich jetzt speichern drücke. Was war das für ein Ding? Gerade noch so. Und jetzt springen wir an die Leiter. Speichern, weil das haut auch wieder nicht hin. Wir haben es gleich. Speichern. Und dann da reingekraxelt, oder? Warte. Ja, nee, jetzt kann ich jetzt, Moment, jetzt muss ich festhalten. Moment. Jetzt in den rechts in den Ding rein, oder? Ja, anders geht's ja nicht, oder? Anders geht's nicht. Und dann um die Ecke. Und dann ist die nächste Leiter. Aha, warte. Oh, jetzt hätte ich beinahe losgelassen. Oh, war ja, nee. Ja, gut, wir haben es gleich. Da rein. Komm her. Jetzt um die Ecke gewatschelt. Und vorsichtig. Hoppala. Darauf. Und das genau. Da ist jetzt links und rechts und oben und unten, weil die Kamera verdreht ist ein bisschen. Ja, gut, wurscht. Egal, Salami. Speicherung. Und jetzt. Speichern. Jetzt wissen wir nicht weiter. Jetzt schauen wir, was der Kollege macht. Der macht ja auch Probleme mit der Kamera. Der kraxelt hier wild rum. Na gut, er wird es irgendwann schaffen. Ja, nee, da hat der jetzt ein bisschen Probleme, der Kollege hier. Gut, kameratechnisch. So, jetzt Adler, müssen wir. Ah, da rein, da kommt aber ein Böser. Und nee, jetzt müssen wir da rau. Nee, der springt falsch. Der hat immer noch Probleme mit der Kamera. Ah, da rein und dann ist ein Böser. Jetzt komm her. Und da müssen wir die drei Steine ein. Da kommt ein Böser, Steine einsetzen und dann sind wir fertig, oder? Nee, oder? Nee, wir brauchen noch einen Stein, oder? Ach, ich übergebe mich gleich. Wir brauchen noch einen Stein. Jetzt warte. Jetzt was obacht. Also da rauf. Dann. Und da sieht. Siehst du, da hockt der schon. Und da drin müssen wir die Steine einsetzen. Uns fehlt aber noch ein Stein. Oder? Der ist da rechts oben. Und dann da unten einsetzen und dann haben wir fertig. Ja, da kommen wir aber dann nicht mehr runter. Nee. Achso, ja, wir müssen auf das dreieckige Ding da. Das aussieht wie ein Teil vom Tarnkappenbomber. Ja, nee. Der hat auch so komische Formen. Speicherung. Den wir da im Area 51 gesehen haben, den Tarnkappenbomber. Speichern. Jetzt darüber gehopselt. Und jetzt müssen wir vorsichtig nicht in die Flamme reinspringen. Speicherung. Und mal gucken, was da unten.
Schau her, was da hier für die schicke Landschaft ist, alter Schwede. Sagenhaft. So, jetzt haben wir den dritten Stein und dann, wie kommen wir dann runter? Gar nicht mehr. Wie kommt der dann runter? Jetzt warte. Jetzt schau ich mal, jetzt holt er den dritten Stein. Der ist aber knapp an der Flamme vorbei hier. Und jetzt, warte, Entschuldigung, gleich haben wir es. Jetzt springt der. Ach, da kann man runterrutschen. Das hätte ich auch gleich sagen. Da kann man runterrutschen. Dies hätte aber gut, dass wir darüber mal gesprochen haben. Und jetzt da rein. Und eingesetzt die Kohle. Ich wollte was anderes mit K sagen. Komm, geh da seitlich, Madame. Du sollst da seitlich gehen. So, wo haben wir das gerne? Genau. So wollen wir das sehen. Und noch einen. Und dann haben wir fertig. Dann müsst es aufbleiben. Also dann halt runter. Und dann ist fertig. Einsetzen. Lieber nochmal speichern. Nicht, dass jetzt da. Aber da ist ja dann einfach runtergewatschelt. Verspeicherung. Spaßeshalber. Gespeichert und runtergerutscht. Es hat geploppt. Von der Flanke. Gelange in den. Ja, weiter wollen wir es gar nicht wissen, oder? Hier ist Action. Hier ist Action. Aber es hat aufgeploppt. Ja, nee, wir müssen es aber komplett nochmal machen, weil wir die ganzen Sammelgegenstände. Und vom anderen sind wir woanders rausgekommen. Vom anderen sind wir da oder so. Ist ja wurscht. Müssen wir da auch irgendwo in der Gegend? Ist ja egal. Es ist ein bisschen dunkel hier. Da sind wir da unten rausgekommen oder so. Da, glaube ich, sind wir vom anderen rausgekommen. Am anderen Weg sind wir da, glaube ich, rausgekommen. Das ist aber auch... Da, ja, genau, bei den Glühwürmchen. Die sind die Glühwürmchen. Oder? Hat mir ein Arbeitskollege hat mich aufgeklärt, weil ich wissen wollte, was das Grüne sein mag. Und dann sagte der, er meinte, es wären Glühwürmchen. Okay, wir haben fertig. Das war's schon wieder. Jetzt schalte ich aus und dann machen wir es richtig, gell? Machen wir so. Herzlichen Dank für Speis und Trank. Und tschüss, bis zum nächsten Video.